Gesünder leben, indem wir uns wieder auf Tugenden besinnen. Und das soll dann auch wirklich in direktem Zusammenhang mit unseren Organen im Körper stehen. Könnt ihr euch erstmal nicht vorstellen, klappt aber. Und das Wie, das besprechen wir jetzt mit einem tollen Gast. Wie man es oft klassisch anmoderiert, in dem Fall stimmt es aber zu 100%. Auf vielfachen Wunsch heute eine zweite Folge mit diesem Gast. Mediziner und Bestsellerautor Rüdiger Dahlke. Soeben ist sein neues Buch im Gräfe und Unser Verlag erschienen, Heilsame Tugenden. Und ich finde, genau zum richtigen Zeitpunkt, wo sich in dieser Welt entscheidet, in welche Richtung geht es, in die gute oder in die weniger gute. Und hier in diesem Buch zeigt er uns in 12 Schritten, wie es funktionieren kann, dass wir gesünder leben, wenn wir uns auf Tugenden zurückbesinnen und damit auch unsere Glücksspirale nach oben drehen. Ich habe ihn für dieses Gespräch erwischt an seinem Rückzugsort. Beim Schreiben schon wieder am nächsten Projekt in Zypern. Das Internet hat uns beim Bild ab und zu mit dem ein oder anderen Pixel geärgert. Aber ich muss euch ehrlich sagen, dem Mann würde ich auch im Dunkeln zuhören. So ein starkes Gespräch, so tolle Gedanken wieder. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Rüdiger Dahlke. Ich freue mich total über unser Wiedersehen zum neuen Buch Heilsame Tugenden in 12 Schritten zur Heilung des Körpers und wie das ganz konkret geht und wie das auch mit unseren Organen zusammenhängt. Darüber reden wir heute, aber vorab, ich möchte Ihnen erst nochmal herzliche Grüße sagen von unseren Zuschauern, die schon in Folge 53 hier auf dem Kanal reingeguckt haben, zu Ihrem Bestseller Corona als Weckruf. Das kam auch genau zur richtigen Zeit und ich muss Ihnen mal drei Sätze hier vorlesen. Also Julian schrieb, 30 Minuten, viel zu kurz, ich hätte ewig zuhören können. Oder Christiane, beeindruckendes Buch, Herr Dahlke macht Mut, ich hole es mir sofort. Also die wievielte Auflage ist das jetzt? Läuft doch toll. Ich weiß gar nicht. Nach 3 Tagen war die erste weg und Nach einer Woche gab es die dritte. Aber dann weiter, die Verlage informieren einen da gar nicht. Okay. Aber es ist offensichtlich ziemlich sehr gut gegangen und gleich ein Bestseller geworden. Spricht dafür, dass viele Leute das auch von beiden Seiten sehen möchten, was mich natürlich irgendwie freut und beruhigt. Ich bin ja auch als Schreiber sozusagen in der Journalistengewerkschaft und irgendwie habe ich ja schon so einen Anspruch, dass ja beide Seiten zu Wort kommen dürfen. Da hätte man von Anfang an auch die andere Seite hören können. Ich glaube, wir hätten uns insgesamt viel erspart. Und ich würde raten, nicht in die Wut gehen, nicht in den Zorn. Ich freue mich über den Widerstand, muss ich ehrlicherweise sagen, dass die Leute sich nicht mehr alles gefallen lassen, dass die aufs Grundgesetz stehen. Das ist wirklich was wert. Ein Grundgesetz, und das, da beneidet uns die Welt drum. Mhm. Unser Krankenversicherungssystem, also Obamacare hat es nicht annähernd geschafft, das hinzukriegen. Da beneidet uns die Welt. Und jetzt werden plötzlich Ungeimpfte sollen ausgeschlossen werden. Da können wir als nächstes die Übergewichtigen ausschließen, die Raucher, die Extremsportler, alle, die so ein bisschen irgendwie mutig und offensiv gefährlich leben, sind ja selbst schuld. Also dieses Solidarprinzip, das ist sowas Wertvolles und Wichtiges. Und naja, ich finde das schon eine wirklich besondere Zeit und es wäre wirklich gut zum Erwachen, zum Aufwachen. Aber es ist ein anderes Thema. Ja, und genau dafür schreiben Sie eben auch Bücher. Ich erwische Sie jetzt auch gerade auf Zypern, glaube ich, direkt wieder im Prozess fürs Nächste. Und wir wollen heute ein bisschen über heilsame Tugenden sprechen. Also über Dinge wie Fleiß, Glaube, Liebe. Über Vertrauen haben wir ja jetzt auch bei Stichwort Corona als Weckruf gerade gesprochen. Ich steige mal ganz persönlich ein. Von all diesen Tugenden, auch die 12, von denen Sie hier sprechen, was ist denn Ihre Achillesferse noch im Moment, Herr Dahlke? Welche Tugend? Können Sie da was verraten? Ja, also ich bin sicher ein sehr fleißiger Mensch. Und das wird einem heute eher übel genommen. Das habe ich schon in der Schule erlebt, ehrlich gesagt. Aha. Mir ist das sehr leicht gefallen in der Schule. Ich hatte einfach locker Einsen. Und dann giltst du ja als Streber. Und also wenn du einfach schneller fertig bist mit deiner, weiß nicht, mit diesem Aufsatz da in der Schulaufgabe, schreibst du halt mehr und länger. Aber da war immer sofort der Verdacht, du bist ein Streber. Und ich muss mich ja auch, jetzt habe ich 74 Bücher, sage ich immer, geschrieben. Aber das ist inzwischen verdächtig. Da wird dann gesagt, ja, hat er sicher nicht selbst geschrieben. Ich habe manche mit anderen geschrieben, aber fast immer geschrieben. Naja, also du bist verdächtig, wenn du jetzt fleißig bist. Und das ist eigentlich eine der deutschen Tugenden. Okay. Ich habe auch
Dinge, so zum Beispiel, ich habe Patienten nie gern warten lassen und habe das auch vermieden. Das ist nämlich leicht mit einem einfachen System. Ich werde auch nicht gerne warten. Also ich warte auch gar nicht gerne. Warum sollte es Patienten antun? Aber Pünktlichkeit ist auch so eine komische Sache. Ja, wenn man sehr pünktlich ist, fällt man heute schon auf. Okay, also da drehen sich die Dinge, ne? Die alten Tugenden, ja. Das verändert sich alles ein bisschen und da steht auch ganz viel hier in diesem Buch drin. Was mich mal privat noch interessiert, Sie haben es erwähnt, über 70 Bücher in, was weiß ich, mindestens 27 Sprachen übersetzt und hier steht auch nie Dr. Rüdiger Dahlke, hier steht einfach nur Ihr Name, also Stichwort Bescheidenheit, also das ist schon was Sie leben, ne? So bin ich erzogen, Understatement. Ja, ich komme aus so einer Evangelo-Soziale-Humano-Familie. Ostberlin geboren, eine Mischung aus Hamburg und Berlin, von den Eltern her. Aber dieses sich selbst loben und so auf den Putz hauen, das ist etwas, das ist in meinen Genen auch nicht so angelegt, ehrlich gesagt. Mir ist es auch peinlich. Und in unserer Familie, da waren ja auch Ärzte und so, also da hat man einen Doktor, aber das erwähnt man nie und schreibt man nie. Und das tue ich schon deswegen nicht, also die Verlage wollen das ja immer, weil es noch ein paar Leser bringen, Leserinnen bringen könnte. Aber da würden sich dann doch einige im Grab umdrehen von meinen Vorfahren. Und deswegen würde ich das schon immer sein lassen. Und da kämpfe ich auch dagegen. Mein Bild kommt da nicht drauf. Und es geht nicht um meinen Kopf, ehrlich gesagt, ne, bei den heilsamen Tugenden. Und es geht auch nicht um meinen Doktortitel. Ich finde das, wenn ich da nochmal einhaken darf, total spannend, weil in dieser heutigen Welt, wo es darum geht, sich auch toll darzustellen und man, ich glaube, da gibt es auch Untersuchungen, dass gerade bei Führungskräften, man kommt schneller voran, wenn man auch ein bisschen egoistisch agiert und wenn man eben nicht bescheiden ist. Das widerspricht sich ja ein bisschen, dass man in der heutigen Welt eigentlich schon ein bisschen diesen Narzissmus braucht, ne? Naja, also jemand wie Joachim Marz oder so, der sagt, wir leben in einer narzisstischen Gesellschaft und Narzisst, man muss ja nur den Mythos sich anschauen, der hat nicht viel davon, dass er sich in sein eigenes Bild verliebt. Ja, das ist ja irgendwie sehr unbefriedigend. Ne? Es ist ja doch viel befriedigender, kann ich aus Erfahrung sagen, sich in andere Menschen zu verlieben. Mhm. Und der Narzisst ist eigentlich selbst mit sich gestraft. Aber es ist richtig. Ja, in Amerika ist, ich habe gar nicht große Lust auf dort Seminare zu geben und so weiter. Das geht gar nicht ohne diese Schaumschlägerei. Ja, wobei der Schaum ist noch was Schönes auf dem Champagner und auf dem Bier. Ne? Also eine Mischung aus Luft- und Wasserelement, so leicht wie eben die schaumgeborene Venus Aphrodite. Auf deren Insel bin ich ja hier gerade in Zypern. Also dagegen ist nichts zu sagen, aber dieses Schaumschlagen, das ist schon, und wenn es dann zur Selbstbeweihräucherung geht, finde ich irgendwie daneben. Naja, also diesbezüglich stehe ich aber mehr auf so Leute wie den Reinhard Haller oder den Joachim Marz oder so. Das ist die Zeit auch, wo ich ausgebildet worden bin. Und da ist Narzissmus weiterhin eine Neurose. Warum haben Sie denn genau jetzt gesagt, jetzt muss dieses Buch kommen, Heilsame Tugenden? Ich begreife es ja so ein bisschen als Gegenstück zu Ihrem Bestseller Schattenprinzip. Ne? Warum war Ihnen das jetzt so wichtig? Es ist natürlich so, und das hat auch ein bisschen mit Ihrem Berufsstand zu tun. Only bad news is good news. Und es Kritisches und Runterziehendes kommt immer besser. Obwohl das Schattenprinzip auch ein aufbauendes Buch ist. Aber als jetzt sowas Positives wie heilsame Tugenden, das ist verdächtig positiv. Und tatsächlich ist die Grundaussage davon natürlich auch, so wie wir unseren Schatten anschauen müssen, und da weist das heilsame Tugenden ja auch drauf hin, ist es aber auch möglich, dass wir aus unseren Stärken und unseren Tugenden was machen. Ja, ich glaube, es gibt heute eine große Sehnsucht nach Ehrlichkeit, ja, und Wahrheit und die wieder zu entdecken. Das hat damit zu tun, dass ich auch erst in diesen letzten Jahren so eine Diskrepanz in meinem Leben wieder auf die Reihe gekriegt habe. Ich erlebe, seit ich Arzt bin, davor schon freundliche, zugewandte, nette Menschen um mich. Meine Patienten sind so, meine Seminarteilnehmerinnen sind so. So, und dann lese ich immer und höre immer, also ich höre ja schon gar nicht mehr Tagesschau oder Heute oder irgend sowas, weil mir das zu arg ist, ehrlich gesagt. Nur ohne Ende schlechte, negative, runterziehende Nachrichten. Mhm. Und meine Welt ist ganz anders. Und dann habe ich mal, vor, weiß nicht, 2, 3 Jahren war das, von dem Rutger Bregman, niederländischer Historiker, dieses Buch gelesen, Humankind. Menschheit, aber das heißt auch menschfreundlich, ja, Gentleman, der sanfte Mann. Ich erlebe viel mehr Gentleman als so Bösewichte.
Und bei Bregman ist mir das klar geworden. Der hat mir da so, sozusagen den Blick geöffnet dafür, dass diese negative Sicht des Menschen einfach verständlich ist. Aber die große Mehrheit der Menschen, da wo wir herkommen, von unseren Anfängen, von diesen Nomaden, da habe ich das wieder auf die Reihe gekriegt. Wir sind viel besser, als wir uns darstellen lassen. Also wir haben schon in uns so eine Prägung, dass wir auf sowas einsteigen. Dieser ganze Alarmismus, den man jetzt da hört. Ne? Also das ist ja peinlich für mich, einen Kollegen zu haben, wie den deutschen Gesundheitsminister oder gar den österreichischen, die nur noch auf Angstmache setzen und Alarmismus propagieren. Selbst Professor Drosten ist jetzt langsam erwacht für die Chancen von Omikron und rudert zurück aus diesem Alarmismus. Also ich glaube, es reicht den Leuten einfach mit schlechten Nachrichten, mit Angst und Panikmache. Und ich meine, in Corona als Weckruf habe ich es ja auch belegt mit den wunderbaren Studien von dem Professor Hartmut Schröter aus Frankfurt-Oder. Angst ist etwas Grauenhaftes. Und Angstmache macht so krank wie sonst nichts. Also war mir das ein Anliegen, so einen Gegenpol zu setzen. Dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen den Schulen und den Organen in unserem Körper. Also ich glaube, Fleiß ist verknüpft mit Knochensystem oder so. Vielleicht können Sie da nochmal den Zuschauern erklären, wie das zusammenhängt. Ja, man kann alles sogenannten Archetypen zuordnen. Ja, Archetypen kennen die meisten. Mhm. Und so haben wir Urmuster. Und so kannst du jetzt zum Beispiel das Immunsystem, was mit Kampf und Krieg zu tun hat, ja, Abwehrsystem gegen Erreger. Das ist eine Auseinandersetzung. Das kannst du mit der ersten Lebensbühne, dem Thema Aggression, verbinden. Und insofern hat dann Mut und Entscheidungsfähigkeit und das Leben anpacken etwas mit Immunsystem zu tun. Also jemand, der dauernd erkältet ist, würde ich raten, mutiger zu leben, couragierter, offensiver, entscheidungsfreudiger. Dann ist das vielleicht auch nochmal gleich, auch für die Zuschauer nochmal ein guter Tipp. Das ist ja in Parallele zu Ihren anderen Büchern, da könnte man jetzt auch nochmal reingucken, die Krankheit als Weg, wo Sie da auch ganz viel noch dazu erklären. Und beziehungsweise hier auch mal zu gucken, um welche Tugenden es geht, wie die sich im Laufe der Zeit auch verändert haben. Das finde ich ganz spannend. Es läuft am Ende auch mit dem, wo Sie Kraft geben, in Ihrer Literatur darauf hinaus, den Leuten zu sagen, also lieber Glücksspirale hochdrehen als rein ins Hamsterrad. Und du hast wirklich auch heutzutage ganz viel selbst in der eigenen Hand. Ich möchte den Ball nochmal so zurückgeben, was vielleicht auch jetzt einigen Zuschauern durch den Kopf geht. Das klingt erstmal so toll und so positiv, aber wie mache ich das konkret? Also zum Beispiel Tugendkommunikation. Das ist in dieser Welt ja gerade besonders schwer, in die Kommunikation, in den guten Austausch zu gehen. Stichwort Social Distancing, Corona, was uns auseinanderbringt. Die Generationen leben nicht mehr in einem Haus. Wie kann ich denn das in solchen Zeiten trotzdem schaffen, mehr in die Kommunikation zu geben, mehr in die Toleranz zu gehen, obwohl ich das Gefühl habe, die Welt hindert mich gerade daran. Ja, man kann einfach zuhören. Also auch wenn ich so viel rede, so Berliner Schnauze könnte man dann assoziieren zum Beispiel. Naja, auch wenn ich so viel rede, habe ich doch dieses Wissen durch Zuhören bekommen. Mhm. Ich habe immer für das Erstgespräch mit Patienten 2 Stunden, 120 Minuten Zeit genommen und habe mir mal ausführlich zugehört. Wow. Und mitgefühlt, was da abläuft. Und das ist etwas, was wir heute jederzeit tun können. Ich erlebe das mit meiner Tochter. Ich kann die nicht mehr richtig besuchen seit langer Zeit. Ja? Aber Gott sei Dank haben wir dann Internet und können uns auch sehen und dann kommunizieren. Da zusammen sein, zuhören, horchen, auch der eigenen Stimme zuhören und auf sie horchen. Ja, also in der Stille spricht sogar Gott zu uns, sagt Meister Eckhart, darauf zu horchen, das ist ja auch eine Form von Kommunikation. Also wir haben ja nicht so viel an Kommunikation verloren. Ja, wir haben viel an Kommunion. Wenn man die Kati in der Kommunikation mal so einklammert, dann bleibt die Kommunion übrig. Und das meine ich jetzt nicht unbedingt christlich, sondern einfach dieses Zusammenkommen, Gemeinschaft im tiefsten Sinne. Ja. Das ist ja trotzdem eine große Sehnsucht. Und man hört das, ich höre das raus aus den Mails. Ja, alle, die jetzt nicht so eine legalisierte Beziehungsehe hatten oder so,
die sind ja in einer schrecklichen Situation gelandet und in einer unbefriedigbaren Sehnsucht und so weiter. Also das ist ja so tief in uns drin. Der Mensch ist ein politisches, ein soziales Wesen. Und heute werden wir so ins Asoziale eigentlich getrieben. Das Social Distancing, das ist ja so. Früher haben wir uns vor Menschen mit Masken gefürchtet, heute fürchten wir uns vor Menschen ohne Masken. Ja? Und den heilsamen Tugenden rege ich ja dazu an, um wirklich glücklich zu werden, zufrieden, ja, um seinen Frieden zu finden. Ja, und damit auch gesund zu sein, ne? Dann letzten Endes. Ja, das hängt ja doch auch sehr zusammen. Ja, ich weiß aus der Medizin, es gibt einen Temperaturregler. Ich weiß, es gibt einen Gewichtsregler aus so vielen Beratungen. Und ich weiß, es gibt einen Glücksregler. Ja, wir haben den auf ein bestimmtes Niveau eingestellt. Und dann gibt es manchmal so Ausreißer nach oben, kenne ich von mir. Und dann normalisiert sich das wieder. Ja, also irgendwie hier in Zypern fahren alle auf der linken Seite. Aber letztens komme ich auf einer Straße und kommt mir so einer mit dem roten Nummernschild. Das sind die Fremden hier. Ne? Ich habe ja schon ein zypriotisches. Und der fährt genau auf meiner Seite voll auf mich zu. Ja, also das ist schon so ein Moment, wo du denkst, okay, jetzt muss ich sozusagen auf die falsche hier, damit es doch gut geht. Und der war danach so erschüttert, also ein Deutscher, ja. Und wir haben angehalten und also der hat mir so gedankt sozusagen, dass ich jetzt sozusagen wieder auf die falsche gegangen bin, weil er auf der falschen war. Aber ich war jetzt gar nicht böse. Ich war in dem Moment voller Adrenalin und einfach glücklich, das überstanden zu haben. Und dann merkte ich, hoppla, ich bin eigentlich gar nicht böse mit dem. Ich bin einfach euphorisch. Ich bin noch nicht dran. Mit meinen 70 wäre eine gute Gelegenheit gewesen, mich zurückzuziehen sozusagen. Aber sollte nicht sein. Ich habe das noch, also hat nicht mal eine Schramme am Auto oder so. Und der war der Glücksregler, der war dann erstmal ganz oben, ne? Ja, und bei ihm auch, ne? Also das ist so ein, weiß nicht, Mensch, der mich normalerweise sicher nicht in den Arm nehmen würde, ehrlich gesagt. Aber der war einfach sehr glücklich über meine Reaktion. Ja. Ich ja auch. Ne? Wir waren beide über unserem normalen Niveau. Ja, und ich weiß von Ihnen, Sie hatten ja schon mal so ein Erlebnis, haben Sie, glaube ich, auch mit hier reingeschrieben, bei so einem Bergsturz, wo Sie an einem Seil über einen Abgrund hingen. Und danach haben alle gestaunt, wie Sie dann locker damit umgegangen sind, weil Sie ja dann auch erstmal so dankbar waren. Und da war der Glücksregler auch erstmal wieder ganz oben. Das Doofe ist ja nur, dass der dann immer wieder so runtersackt, Herr Dahlke. Ja, aber dafür ist dieses Buch jetzt da. Ne? Genau, du kannst jetzt rausfinden, wo ist denn eigentlich mein Glücksregler eingestellt. Ich bin eh optimistisch, ehrlich gesagt. Ne? Ich hoffe jetzt immer auch, das wird jetzt vorbeigehen, die Pandemie oder so. Aber dieses Glück ist ja schon auch ein Thema und sich damit zu beschäftigen, wie kann ich denn meinen Glücksregler hochregeln? So wie ich auch meinen Gewichtsregler runter oder auch bei Untergewicht hochregeln kann. Ja, da wissen wir heute eine ganze Menge drüber. Die Epigenetik hat uns so viel gelehrt. Es ist nicht so, dass wir so ein Erbgut haben und dann sind wir damit festgelegt. Die Epigenetik, Epi heißt ja schon oben drauf, die Epigenetik geht über die Genetik und wir können ungeschickte Gene abschalten, geschicktere Gene anschalten und wir können unseren Glücksregler auch neu justieren. Da rege ich ja an dazu in diesem Buch, dass wir wirklich dieses Niveau auch heben können. Und da haben Sie auch noch sehr konkrete Tipps in diesem Buch drin, das fand ich toll. Ein Stichwort ist wirklich dieses Lächeln bewusst zu üben. Ne? Und können Sie das vielleicht nochmal erklären? Da schreiben Sie, das geht uns immer verloren in so einem Bermuda-Dreieck im Gesicht. Können Sie das nochmal kurz erklären? Was können wir da machen täglich? Ich habe sowieso eine ruinierte Brille. hier, also das ist das Bermuda-Dreieck. Nasenwurzel bis hier so, ne? Da sind doch manche auch schon so, ne? Sieht man ja bei mir auch. Das schaut ja jetzt nicht besonders freundlich aus. Aber du kannst natürlich die Augen auch aufmachen und das Bermuda-Dreieck schön entspannen. Und wenn du das öfter machst am Tag, dann ist es sehr hilfreich und ganz angenehm. Da hat ein russischer Autor so schön drüber geschrieben in dem Buch Eselsweisheiten. Der Mama in so einem Kloster, da mussten alle immer lächeln, fand er saublöd. Ich finde ja das Lach-Yoga auch schwierig, ne? Wenn ich jetzt unbedingt lachen muss, so, es ist irgendwie nicht so spontan. Aber der hat dann gemerkt, nach ein paar Tagen in diesem Kloster, hoppala, das wirkt. Und das kannst du zu Hause auch mal probieren. Ja, muss ja nicht ins Kloster gehen dafür. Mach einfach mal eine Wohnung des Lächelns, ein Haus des Lächelns.
Aber natürlich zu Recht, einige Zuschauer sagen, naja, der Herr Dahlke, der hat es trotzdem ein bisschen gut, weil der hat ja nun wirklich so viele Bestseller und der hat Tamangas, so einen tollen Ort, wo er Meditation mit Leuten macht. Also der hat ja wirklich ein tolles Umfeld und der hat da auch sein Auskommen. Sie schreiben ja auch über die Tugend der Kreativität. Was könnten Sie denn jetzt so Zuschauern sagen, die sagen, ja, ich würde ja gerne endlich mal ein Buch schreiben oder ich will jetzt endlich mal diese Musik machen, aber ich muss doch irgendwie Kohle verdienen und ich verdiene damit noch keine Kohle. Wie kriegt man denn diesen Spagat dann hin, diese Tugend zu leben und diese Herzensfreude? Also ich würde immer jedem raten, dass er nach innen schaut und spürt und seine Gaben findet. Ja, seine Begabung. Jeder Mensch hat Begabung. Meine Tochter mit ihrem Down-Syndrom, die hat auch Begabung. Erstaunlich. Ja? Die hat ein Gedächtnis. Das ist unglaublich. Die weiß nach anderthalb Jahren oder sogar mal nach 4 Jahren noch, wo das Spielzimmer war in dem Hotel. Und jetzt würde man, bei ihr kann man sicher kein IQ mehr messen oder so etwas. Jeder Mensch hat Gaben und Begabungen. Und wenn er lernt, diese Begabungen zu spüren, die Gaben darin zu spüren und die mit Hingabe gibt, dann macht ihn das selbst glücklich und das wird auch andere beglücken und daraus kann sowas werden. Mhm. Wenn du gleich spekulierst, wo kann ich dein Geld verdienen, wird das nichts. Nach meiner Erfahrung wird das nichts, sondern es muss so von innen rauskommen. Also mir hat mal ein für mich wichtiger Lehrer auch zu mir gesagt, zum Schluss so, wo die Freude nicht ist, ist dein Weg nicht. Also spür mal, wobei du dich freust. Wow. Ja? Also wenn Sie nicht mit Spaß Ihre Sendung machen würden, Live Bank, würde das nichts werden, ehrlich gesagt. Ja? Das würde schon dazu führen, dass ich gar kein zweites Mal mitmache. Stimmt. So. Das freue ich mich auch. Sag ich ganz ehrlich, ja. Also ich bin am liebsten damit Leuten, die das, was sie machen, auch gern machen. Mhm. Manchmal, da lernst du auch später noch. Das habe ich habe immer die Pathologen ein bisschen verachtet. Da schäme ich mich heute direkt, weil dieser Püschel, dieser Hamburger Pathologe, der hat mir bei Corona beigebracht, wie wertvoll das ist. Weil der hat sich nicht an die Verbote vom Robert-Koch-Institut gehalten, sondern der hat einfach über 100 Corona-Patienten seziert. Mutig. Mhm. Und durch den wissen wir, was da los war. Und dann dieser Satz von den Toten für die Lebenden lernen. Mhm. Also ich bin echter Pathologie-Fan geworden durch diesen Professor. Schade, ist er jetzt in Pension und emeritiert. Aber der macht sicher weiter. Der ist ein kreativer Mensch. Das spürt man direkt so. Also das ist ein entscheidender Punkt, dass du das, was du wirklich willst, machen kannst. Da muss ich das, was ich weiß, dazu beitragen. Das machen Sie immer wieder in neuen Büchern und neben den Lächelübungen, die wir gerade ein bisschen praktiziert haben, sind da auch noch tolle Tipps, also zum Thema Atmung, auch mal positive Gedanken und auch dieses Warten wieder lernen in bestimmten Situationen. Ich würde gerne Sie noch fragen, neben den Tugenden, die hier drin besprochen werden, wo wir selber was für uns tun können, haben Sie vielleicht noch einen Tipp, wie wir mit anderen umgehen, wo wir vielleicht spüren, dass da gerade eine Tugend überhaupt nicht gelebt wird, also Leute, die uns wirklich gerade richtig aufregen, wie geht man am besten dann mit so einem provozierenden Verhalten von anderen Menschen um? Also sich einfach mal klar machen, was dahinter ist. Das geht mir jetzt dauernd so, täglich. Ne? Also bei diesen Obrigkeiten. Ich frage mich, wissen die nicht, was sie tun? Oder noch schlimmer, wissen die, was sie tun? Aber wenn die nicht wissen, was sie tun, dann brauchen die mein Mitgefühl. Also soll ich den hassen und mein Immunsystem reduzieren? Überhaupt nicht. Das ist aber ganz einfach mit dem Mitgefühl. Ne? Wie machen Sie denn das? Wie machen Sie das, Herr Dahlke? Ja, ich versetze mich da rein und denke, wenn ich mich jetzt vor dem ganzen Land blamiert hätte, wie würde es mir gehen? Ich würde ja einen Boden versinken, so würde ich mich schämen, wenn ich sowas Dummes gesagt hätte. Und da würde ich Mitgefühl entwickeln, Selbstmitgefühl. Wabi-sabi, da sagen die Japaner das so schön. Selbstmitgefühl. Und auch Mitgefühl mit jemand anderem. Ich meine, es ist immer leicht, jemanden, den man sympathisch, charmant findet, gern zu haben. Das ist keine Kunst, groß gesagt. Deswegen heißt ja der zweite Metasatz nach Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, übrigens dich selbst, sonst wird das mit den anderen sowieso nichts. Der zweite Satz heißt ja Liebe deine Feinde. Also die, die wir als Feinde empfinden, die so ganz den Gegenpol vertreten, die sind für uns viel provozierender. Ja. Stell dir mal vor, das Konklave, was den Papst wählt, wenn du dich darüber ärgern musst. Stell sie dir einfach mal vor, ohne ihre Kardinalsroben, sondern einfach so, wie ihr Gott sie geschaffen hat.
Ja, das ist immer gut, ja. Ja. Ob der Figuren, die du da siehst, kriegst du sicher Mitgefühl. Mitgefühl. Das ist toll. Es muss schwer und beschwerlich sein, so viel durchs Leben zu schleppen. Ja. Ja, und das ist etwas, was man immer, eigentlich praktisch immer hinkriegt. Also ich will nicht sagen, dass ich es immer hinkriege gleich. Ne? Ich bin manchmal schon so baff über das, was ich jetzt da höre, dass ich auch denke, ja, gibt's das? Kann das sein? Dann könnte ich da so gleich so eine Wut kriegen. Aber Wut will ich schon deswegen nicht, weil das Immunsystem schwächt. Und also auch ganz egoistisch. Naja, dann bleiben wir ja auch gesünder, wenn wir uns nicht so aufregen, ne? Und mitgefühlt. Ganz genau. Ja. Und es ist auch gar nicht schlecht. Also dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist ja auch nicht egoistisch. Du musst einfach dich selbst annehmen und lieben, damit es mit den anderen klappt. Sonst klappt es nicht. Und eine andere Tugend, die wir täglich üben können, was auch mit hier drin steht, ist eben die Dankbarkeit. Das ist immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich finde das einfach toll, dass dieses Buch jetzt gerade wieder rausgekommen ist, weil ich habe das Gefühl, um es mal ganz einfach auszudrücken, wir sind gerade an so einem neuralgischen Punkt in dieser Welt, ob es in die gute oder in die schlechte Richtung geht. Mhm. Ne? Wer gewinnt? Die Humanisten, die Karrieristen. Und in diesem Sinne ist das wieder ein Buch, was richtig gut tut. Heilsame Tugenden in 12 Schritten zur Heilung des Körpers. Einfach mal reingucken. Übrigens erschienen im Gräf und Unser Verlag. Und was ich unbedingt den Zuschauern noch mal empfehlen will, wir können ja gar nicht alles hier im Detail heute wieder im zweiten Gespräch reinpacken. Guckt mal auf die Webseite www.dahlke.at und holt euch am besten einfach den Newsletter, weil dann gibt es auch immer Neuigkeiten, nicht nur über die Bücher, sondern auch über Workshops, über Seminare. Tamanga macht dann wieder auf, ne? Mitte März, ein toller Ort in Österreich. Wenn wir aufmachen dürfen, wir haben in Österreich die Impfpflicht ab 1. März und dann kann ich keine Seminare geben, weil ich werde die Ungeimpften nicht ausschließen können. Ne? Also möglicherweise ist es dann meine Zwangspension. Na, wir verfolgen das. Also wir drücken die Daumen und dann einfach mal gucken auf der Webseite über die Newsletter, was es da an Neuigkeiten gibt und natürlich mal lesen. Heilsame Tugenden. Rüdiger Dahlke, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich stören durfte beim Schreiben auf Zypern. Das Internet hat gehalten und es war richtig toll wieder. Herzlichen Dank und alles Gute für Sie auch noch weiter für dieses Jahr. Ich danke auch und war eine nette Störung. Tschüss. Ciao. Okay. Tschüss. Ja, also wie gesagt, diesen Satz habe ich mir aufgeschrieben. Wo die Freude nicht ist, da ist auch nicht der Weg. Und es tut gut, genau diesen Gedanken immer mal wieder zu memorieren, wenn wir im Alltag doch mal wieder uns was nicht trauen, weil wir denken, verdienen wir eh kein Geld oder lohnt sich nicht oder packe ich sowieso nicht die Umstände. Also fand ich wieder tolles Gespräch mit ihm und wenn es euch genauso ging, dann liked, bitte hinterlasst einen Kommentar und dann gewinnt ihr auch ein Buch von Rüdiger Dahlke von dieser neuen Ausgabe Heilsame Tugenden. Einfach einen schönen Kommentar hinterlassen und mit etwas Glück ist das nächste Buch dann deins. Guckt auch wirklich, das habe ich selber mal ausprobiert und dort gestöbert, auf der Webseite www.dahlke.at, auch in diesen Heilkunde-Shop, der da auf der Seite ist. Da findet man auch immer sehr interessante, spannende Anregungen. Abonniert diesen Kanal. Drückt die Glocke, weil dann sehen wir uns wieder mit den nächsten spannenden Gästen und ich würde mich riesig drüber freuen, weil dann wächst dieser Kanal für gute Nachrichten immer weiter und immer weiter. Habt auch wieder eine gute neue Woche. Eure Peggy. Bis dahin. Tschüss.